Die Online-Weinprobe startet mit unserer Hausmarke, mit dem Sekt als Aperitif. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, während Sie den Wein genießen, nachdem ich ihn besprochen habe, ein Video zu sehen, wie Sekt entsteht und welche Geschmacksrichtung es beim Sekt gibt, da es hier oft Verwirrungen gibt, wenn es darum geht, will ich einen trockenen Sekt trinken oder einen trockeneren Sekt. Als zweiten Wein werde ich Ihnen unseren Grauburgunder vorstellen und dazu eine Geschichte, wie der Name des Grauburgunders entstanden ist. Und im Anschluss schlage ich Ihnen vor, wenn Sie genug Gläser haben, Sie können aber auch bei uns noch Gläser bestellen, damit Sie wirklich mit der entsprechenden Anzahl bestückt sind, dass Sie die nächsten vier Weine in Reihe, also gleichzeitig öffnen und dann eben wirklich diese Erfahrung machen, wie sich ein Wein der gleichen Rebsorte verändert, wenn Sie ihn trocken, feinherb oder lieblich probieren. Der Riesling ist zwar ein Ausreißer, aber bildet dann eben nochmal die Steigerung der Süße des lieblichen Weißburgunders. Und hier lade ich Sie auch ein. Sie denken jetzt vielleicht, wenn ich jetzt alle Weine geöffnet habe, dann muss ich sie ja leer trinken oder sie werden mir schlecht. Erfahrung ist allerdings, dass die Weine gerade einen Tag später sich oftmals noch offener, noch aromatischer, noch runder präsentieren. Das kann sich über mehrere Tage halten, kann aber auch mal sein, dass Sie dann eben zwei, drei Tage später schon merken, der Wein baut ab, weil er eben durch die Luft, vergleichbar wie wenn ein Apfel eben braun wird, durch die Oxidation der Luft eben abbaut und damit schärfer wird. Wenn Sie eben erfassen wollen, was Weine unter Lufteinfluss, wie sich Weine entwickeln, dann wird es sehr spannend sein, diese Weine eben über 3, 4, 5 Tage eben immer wieder mal im Vergleich zu probieren oder einfach eben eine Flasche nach dem anderen dann eben zu genießen und die Erfahrung zu machen, wie sie sich eben entwickeln.